Möchtest du in das Labyrinth? Ja, schön einen Ort, wo man sich hinsetzen kann, wo man nicht gestört wird. Ja, genau, das sollte funktionieren. Gerade im Norden, da ragt dann nur noch der Wiesra hoch mit den Wänden. Und da gibt es dann auch keinen neugierigen Zorn rechts, die das ein oder andere Mal auch über die Mauer lugen, was ihr denn da so treibt. So kannst du dann gemeinsam mit Zulamin in den Labyrinthgarten eindringen, in dem du dich natürlich auskennst. Zulamin wäre hier ohne dich verloren. Sulamin vertraut ihm ziemlich blind, achtet nicht auf den Weg und unterhält sich mit ihm. Nun, ich habe ja schon gesagt, dass Janka in schrecklichem Zustand war. Ihr könnt es euch vorstellen. Eine Pforte des Grauens mitten im Hafenbecken. Die Leute waren wahnsinnig und ja, es war alles wirklich schrecklich. Ja, ich erinnere mich an die erste Kampagne, die wir nach Oran geführt haben. Auch wenn wir nur einem Pfad der Zerstörung gefolgt sind, aber es war unangenehm, könnte man sagen. Doch Raya war mit uns. Ja, ich war sehr erschüttert, als ich den Tempel der göttlichen Stute gesehen habe. Es war alles ganz leer und heruntergekommen. Und ja, die Präsenz unserer Herren, man konnte sie dort nicht mehr spüren. Und nun, ich dachte, es wäre noch schlimmer gekommen, als man mir Gerüchte zutrug, dass in der Arena ein Schadifried sei. Von diesen Wesen habe ich auch gehört, viel sogar. Sie sollen sehr viele Pferde gekreuzt haben mit Dämonen, wie ich verstanden habe, und sie alle wurden von Helmer Hafax gestohlen, als er hindurchgewüstet ist. Was heißt, sie sind immer noch da draußen? Es soll wohl noch einige wilde Exemplare geben. Natürlich musste ich dieser Sache nachgehen. Allerdings, zu meiner großen Überraschung, stellte sich das Wesen nicht als Shadifrit heraus, sondern als, auf den ersten Blick gewöhnliche Stute. Aber so gewöhnlich war sie gar nicht. Ich versuchte Kontakt mit ihr aufzunehmen, indem ich auf die Macht unserer Herren zurückgriff. Und ich versuchte zu verstehen, was dieses Tier antrieb. Es gab dort einige Verkiner, die vergeblich versucht hatten, sie zu reiten, es aber kaum schafften, auch nur auf Armlänge an sie heranzukommen. Und die Stute offenbarte mir, dass unsere Herrin sie gesandt hätte, um mich zu prüfen. Wahrlich. Nun, um es kurz zu machen, ich bestand die Prüfung und gewann die Treue dieser Stute. Und nun, so gewöhnlich sie auf den ersten Blick aussah, so außergewöhnlich war sie, als man sie etwas näher kennenlernte. Und nun, ich träume davon, dass sie die Stammmutter einer Tempelherde in Janka werden könnte. Eine herausragende Idee tatsächlich. Ich habe es auch versucht anzufangen, doch die Zeit war nie dort. Soweit ich mich erinnere, sollten die Pferde, die wir besessen haben, noch alle in Zorgan sein. Eine Herde aus schneeweißen Pferden, die gegen Kälte immun sind, die Jala mitgebracht hat, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, ich habe es ganz vergessen. Die anderen hatten das einmal erwähnt, dass ihr vorhattet, mit den Stuten zu züchten. Nun, Ja, genau. vielleicht wird es euch freuen zu hören, dass ich euer Werk fortgesetzt habe. Ja, das freut mich tatsächlich. Es ist traurig zu hören, was in Oran passiert ist, doch ich bin der Überzeugung davon, jedes Pferd hat es verdient, gerettet zu werden und nun zurückzukehren zu Raya. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Diese Pferde haben eine finstere Vergangenheit, aber ihnen selbst haftet nichts davon an. Es ist nur eine finstere Erinnerung. Ja, wenn du Unterstützung brauchst, Hilfe brauchst,
Wir besitzen hier eine hervorragende Pferdezucht. Ich kann dir sicherlich einige der besten Boronsmähen mitgeben. Er liest meine Gedanken. Ich wollte tatsächlich nach einigen Exemplaren für die Herde in Janka fragen. Die Shadifs, die von meiner Familie gezüchtet werden, zählen zu den besten der Stadt. Nun, vielleicht haben wir in den nächsten Tagen noch einmal Zeit und können ihnen einen Besuch abstatten. Oder ist das sehr weit weg? Nein. Die Hauptplantage ist ganz in der Nähe. Da können wir leicht hin. Allerdings für die Zuchtplantage müssten wir ein wenig mehr Zeit einplanen. Je nachdem, wie lange ihr hier bleibt. Nun, je nachdem, wie sich die Dinge hier entwickeln. Ich gestehe, ich war von dem Ausmaß der Gewalt nach dem Arena-Kampf überrascht. Es schmerzt. Einer der Gründe, warum ich damals weg bin, aber nun, wie sagt man so schön, das Volk benötigt drei Dinge. Brot, Bett und Spiele. Zwei davon besitzen wir hier. Die Leute haben Unterkunft zu reich, die Spiele hier in der Stadt. An Unterhaltung sollte es nicht mangeln, aber das Volk hungert. Ja, und wenn das Volk hungert, dann ist Unterhaltung nicht mehr das Wichtigste. Nein, und zusätzlich gibt es jemanden oder wahrscheinlich viele, die das Volk aufwühlen und versuchen, sich daraus einen Vorteil zu gewinnen. Aber ich hoffe, mit deiner Hilfe schaffen wir es, wieder Ordnung herzubringen und vor allem ein paar volle Magen zu schaffen. Ich war soeben mit Boltax im Fex-Tempel. Er möchte ein Waisenhaus spenden. Ein Waisenhaus? Boltax? Oh. Ihr wart dabei, nicht wahr? Ja. Vielleicht sollte ich selber dort einmal es Hand war anlegen, dass nichts passiert. Es war nicht ein Waisenhaus, oder? Offiziell war es das. Oh. Aber es waren keine Kinder dort. Zumindest sagt Boltax das. Mehr Gräume als Kinder. Nun, vielleicht kann er auf diese Art und Weise ja seinen Ruf ein wenig reinwaschen. Oder sagen wir besser, Dinge richtig stellen. Ich werde versuchen, ein wenig auszuhelfen, dass ein guter Ruf daraus kommt. Oh, und ich soll euch von Jalan grüßen. Er konnte leider nicht mitkommen. Ach, er ist noch schüchtern. Er wird schon wieder zu besinnen kommen. Ich wünschte, er hätte diese Frau nicht geheiratet. Es kommt mir nicht so vor, als würde diese Ehe irgendjemanden glücklich machen. Nun, Travia hat ihre eigenen Wege. Nicht, dass ich jedes Mal damit zufrieden war, was sie gewählt hat. Aber jedem das seine. Ich denke, er wird, so Praios es will, sein Glück finden. Ich würde es ihm wünschen. Ich wünsche ihm nichts Lieberes. Aber es ist schön zu hören, dass alle meine alten Freunde wohl auch sind, am Leben sind und Familien gegründet haben. Ja, nach der Schlacht der drei Kaiser hatten wir ein wenig Zeit zum Durchatmen. Leider hat uns Isarun damals verlassen. Sie ist jetzt, ich glaube, zweite Hofmager in Garad? Ja, das steht ihr sehr. Nun, ich vermisse sie auch. Vielleicht sehe ich sie eines Tages noch einmal wieder. Ich vermisse sie auch. Sie war mir eine große Hilfe in der Stunde der Not, als die Widersacherin ihre Krallen nach mir ausstreckte. Rafim zu meiner Rechten und Isarun zu meiner Linken. Es gab nichts, was ich gefürchtet habe. Gut, Zulamin würde dann eben noch eine Weile mit Kiaras verbringen. Das ist eine seltsame Insel des Friedens, der Garten der Karinors, in Anbetracht von dem, was außenrum so passiert. Und gebe dann gerne wieder an einen anderen Handlungsstrang ab. Dann machen wir weiter bei Boltax und Jalan. Spüre, wie Sumus Lebenskraft erfüllt, wie es knospt und rankt, wie es drängt und wächst.
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, diesmal sind wir ja Gott sei Dank ein bisschen mehr. Wo ist die schöne Frau? Die schöne Frau ist heute nicht da, dafür haben wir einen Mann. Ja, der kann sich auch mal selbst vorstellen. Bitte, Jalan. Nun, ich bin mir sicher, Bolt, das hat euch bereits über mich erzählt. Ich werde dann einen Greifenmund. Bolt, was soll ich denn sagen? Ich kenne nichts über Magie. Das ist alles in Ordnung. Du musst auch nichts über Magie kennen. Wir wissen nicht, wer das ist. Nun, ich bin Geweihter des Pragers und bin hier zu Demonstrationszwecken. Richtig, er ist mein Demonstrationsobjekt. Weil er eine Sache besonders gut kann. Lässt er sich jetzt verzaubern? Nein. Das wäre an dieser Stelle nicht angebracht. Also, wir werden uns heute mit der wunderbaren Thematik von Sumus Elementaster Kraft beschäftigen. Nämlich dem Element des Humus. Wer kann mir sagen, wofür Humus steht? Wachstum? Richtig, aber bitte melden. Hm? Also, Wachstum ist ein wesentlicher Punkt, aber es gibt noch zwei, drei weitere. Also, Mäuse. Das ist auch korrekt. Mäuse bestehen letztlich, wie wir alle, aus Humus. Denn Humus ist das Leben. Und Humus ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von allem, was uns umgibt. Totes Holz ist auch Humus. Ja, totes Holz ist gewissermaßen auch Humus. Aber was ist mit welchem Laub? Also, gleich setzt es ein Silenzium. Wollt ihr das? Wollt ihr das? Nein, ich sehe schon. Hm? Also. Ich habe eine Frage, ich melde mich. Ja, bitte. Was ist mit zähem Leder? Nun, es gibt verschiedene Formen der Edelheit von Humus, genau wie es jedes andere Element auch in reinerer und weniger reiner Form gibt. Natürlich ist etwas Lebendiges, Sprießendes, Wachsendes, Blühendes erfüllt von Leben und dementsprechend mit einer besonders hohen Konzentration an Humus versehen. Aber warum ist Greifenmund hier? Der ist so alt. Hey! Also, das ist vielleicht nicht falsch. Er hat eine Erzhand. Richtig, darauf komme ich gleich noch. Ja, dann möchtest du den Schülern, den Studiosi hier erzählen, warum du deine Hand eine Erzhand hast. Was hat das mit Humus zu tun? Der Erzverräter Galotta sie abgeschlagen hat. Mhm. Und davor? Davor war sie aus reinem Gold. Und warum war sie aus reinem Gold? Weil Albuin Invictus sie in geschmolzenen Tempelschätze getaucht hat, um mich zu reinigen. Okay, warum musste die Hand gereinigt werden? Meint ihr Galotta oder Xeran? Wir meinen Xeran. Okay. Weil sie durch Kontakt mit dämonischer Materie angeschlagen war. Aha, dämonische Materie. Ja, dann könntest du das vielleicht ein bisschen genauer ausführen. Meine Studiosi sind ganz interessiert. Schau sie dir an. Ja, ich habe erst das schwarze Schwert, die Yamashakra, mit dieser Hand geführt. Auch mit der anderen, aber die war zum Glück behandschuht zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich den Stab der tausend Augen angefasst. Magister Abelmir hat gesagt, man darf die Namen nicht aussprechen. Ja. Nun, Meister Abelmir hat viele seltsame Vorstellungen. Meister Abelmir hat viele seltsame Vorstellungen. Und Jalan hat beides getan. Er hat sowohl den Namen ausgesprochen, als auch das Artefakt angefasst. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren wesentlichen Eigenschaft des Humus. Nämlich dem Ertragen bzw. dem Überdauern. Also, ein ganz wesentlicher Aspekt des Humus ist es auch, dass der Humus selbst überdauert. Es gibt kein Element, das beständiger sein kann als der Humus, wenn der Humus vernünftig behandelt wird. Ebenfalls ist es aber... Ich habe Bauchschmerzen. Kann ich nach Hause gehen? Silenzium. Ich piste den. Okay. Wir werden heute eine kleine Übung machen, um euch mit dem Humus näher vertraut zu machen. Jalan, ich habe hier einen Samen für dich. Strecke einmal bitte deine Eisenhand aus. Ich klappe mit der gesunden Hand die einzelnen Finger aus und dann, also der klappe ich die fucking hell, die einzelnen Finger der Eisenhand aus und strecke sie ihm hin. Ja, dann mache ich ein bisschen Erde darauf, pflanze den Samen ein, mache so ein bisschen Wasser drüber und rufe dann einen Humus-Elementar herbei, und zwar den ich schon einmal im Sumpf gerufen habe, als wir den Hinterhalt gelegt haben, nämlich Dornwart. Und der besteht der ja... Der ist aber ganz woanders. Ja, im gut. Sumpf? Ja, es stimmt, der ist in Tobrien. Ja, ist richtig. Dann bleibt er auch in Tobrien. Ja, ist korrekt. Nicht abgebildet, ist ein kleines Häufchen Scheiße, das gerade über die blutige See rast.
Nein, dann rufe ich halt einen anderen Dornelementar. Ja. Geht mir ja nur darum, dass es ein Elementar ist. Mir ist nur wichtig, dass Elementare meistens dann vor Ort bleiben und in so einer kleinen Region dann beschworen oder herbeigerufen werden. Ist in Ordnung. Genau. Und die Aufgabe der Schüler für dieses Mal ist es, die Dornranke, die ja durchaus unangenehm auf der Haut ist, genauso wie Yalan, zu ertragen. Denn wenn Yalan eine Sache kann, dann ist es Schmerz. Unausstehlich zu sein. Nein, es geht nicht um. Nein. Ja, er hat viel Leid ertragen und ja. Aber nicht still und nicht leise. Heulen tut er immer noch. Das ist wahr, aber das müssen die Schüler ertragen. Du hörst sie manchmal durch die Holzwände auf deinem Schiff. Ja, aber wir müssen im leeren Zimmer schlafen. Was glaubst du, warum ich den Silenzium so hoch gemacht habe? Nicht für Yalan, den mache ich in meiner Kabine. So, ja, und nachdem ich dann die Dornranke beschworen habe, nun kommt alle her. Ja, du auch aus der letzten Reihe. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, den Humus zu ertragen. Das kann schwer sein, ich weiß, und dem einen oder die anderen wird es die Tränen in die Augen treiben, aber die Aufgabe, um die heutige Stunde erfolgreich bestehen zu können, ist es, die Ranke zu nehmen, fest zuzudrücken und bis zum Ende der Stunde nicht mehr loszulassen. Ja, weil Diamantis. Du kannst nach deinen zahlreichen Trinkeskapaden überlegst du schon so ein bisschen wieder zurück zum Schiff zu gehen. Da kannst du erkennen, wie schwere Stiefel sich dir von hinten nähern und eine rote, behandschuhte Hand sich auf deine Schulter legt. Ah, Diamantes. Schön, dass ich euch hier treffe, Ja, Korragon, setz dich. Ich wollte eigentlich gerade aufstehen, aber wenn du da bist, dann kann ich wohl noch ein Bier trinken. Ja, er lässt sich neben dir nieder und du kannst erkennen, dass er wohl im Gegensatz zu eurer Soiree jetzt wieder sein Schwert an seiner Seite trägt. Es ist auch in rotes Leder eingeschlagen und sieht so aus, als würde es von innen heraus brennen, obwohl es ganz kühl ist. So, ich höre, du läufst durch die Tavernen und suchst nach alten Kapitänen, ne? Habt ihr denn mittlerweile euer Schiff aufgetrieben, ne? Nun, wir arbeiten dran, sagen wir es so. Ich habe bereits gehört, dass ihr mit Chantana gesprochen habt, ne? Wir haben mit einigen Leuten gesprochen, mit wichtigen Leuten, darunter Chantala. Ja, Chantala, Honak sogar und die ganzen großen Namen, die man eben so kennt. Chantala Honak. Du meinst Chantala Carino und Amira Honak, ja? Ja, genau. Mit Chantala Carino, Amira Honak. Einigen Namen eben. Si. Nun, dann lässt mich fragen, wann ihr zu mir kommt, Immerhin habt ihr euch ein Angebot gemacht, das ihr nicht aufschlagen könnt, Hast du. Sag, habt ihr schon mit Lolana gesprochen? Ich kann ihm eine Taube schicken, ne? Ne, ich habe nicht über Hokus Pokus mit in die Hände klatschen und ich bin da. Aber ich kann ihm eine Taube schicken und sie wird eintreffen, bevor ihr unterwegs seid. Er ist, wie gesagt, in Kalypso. Die Gerüchte, dass er sich in der Stadt befindet, sind unwahr. Er war in der Stadt. Er hat mit Zornbrecht gesprochen, ne? Das ist richtig, aber er ist genauso eine Ratte wie Zornbrecht selbst. Also sie misstrauen sich, ja? Es ist ein Bug, der Zornbrecht ist einfach ein Idiot. Ne? Und er denkt, er hat Lolana in der Tasche, aber Lolana arbeitet für Geld, ne? Kommt mehr Geld oder kommt ein anderer Auftrag, dann ist er weg. Ja, wie es Piraten eben so tun. Ganz unter uns, soll ich euch sagen, was Lolana für ihn tun soll? Er ist verrückt. Zornbrecht will mit den Piraten von Lolana die grünen Segel, will den Hafen angreifen, ne? Das ist zumindest das, was Zornbrecht vorhat. Lolana hat es mir verraten, aber wer bin ich, dass ich Zornbrech hinterfrage. Diesen Hafen hier? Ach, sie. Wie gesagt, Nareb Zornbrech ist ein Narr. Er hat sich irgendetwas erhofft, irgendwas mit den Schiffen von Karinor, das soll mich nicht interessieren. Ne? Wir sind die Karinors ja bald los.
Der muss ja geisteskrank sein. Noch niemand hat Alanfe über den Seeweg angegriffen und hat damit Erfolg gehabt. Ja, es sei denn, es gibt Gewalt in der Stadt, ne? Dann funktioniert vielleicht die Bastion nicht. Nein, aber ganz unter uns. Sein Zornbrecht ist, wie gesagt, verrückt. Er liebt Gewalt, er denkt Dinge nicht zu Ende und bin mir nicht ganz sicher, auf wessen Mist das gewachsen ist. Und auf irgendeinem Mist ist es gewachsen. Irgendwer stachelt die Farnas gegen die Granden an. Das sollte nach dem gestrigen Tag für jeden offensichtlich sein. Ah, sieh. Es sollte offensichtlich sein. Nur das Volk begreift das nicht, ne? Die Farnas sind dumm. Gebt Lolona am besten etwas zu tun, dann kann er mit seinen Piraten nicht angreifen, ne? Ihr solltet euch ja wirklich mit ihm treffen. Ich werde es weitertragen. Meine Begleiter, das scheint zumindest ihn davon abzuhalten, hier in der Stadt Unfug zu treiben. Sie. Und wenn ihr mich an eurer Seite haben wollt, dann sägt Wilman ab, eh? Den Rest übernehmen wir. Bin ich an eurer Seite? Ihr habt nicht zufällig ein bisschen mehr Informationen über diesen Wilman? Ich habe mich versucht, hier ein bisschen umzuhören, aber da er kein Seemann ist, scheint keiner meiner alten Kameraden irgendwas von ihm zu wissen. Tja, ganz unter uns. Ein weiterer Intrige, ein weiterer Komplott, der gerade läuft im Hintergrund. Das heißt, dass Vareno abgereist ist, und zwar nach Syla. Aber wir wissen, dass die Windmanns niemals, vor allem er nicht, segelt oder das Haus verlässt. Dragan ist da vielleicht ein Individuum. Er sitzt in seiner Universität und kommt auch nicht raus, aber die anderen Wilmans verlassen tagsüber niemals ihre Villa. Also wage ich doch stark zu bezweifeln, dass der echte Vareno Wilman unterwegs nach Syla ist. Ja, und Vögelchen zwitschern, dass er sich dort mit Bonaret trifft. Ne? Bonaret will ihn sicherlich nicht nur zu einem Tee einladen, ne? Aber wie gesagt, wir wissen beide, dass der echte Vareno Wilman immer noch hier in der Stadt ist. Bonaret? Was hat Bonaret denn mit Wilman zu schaffen? Tja, das ist die Frage, die ihr euch stellen solltet. Verzweigt, alles miteinander. Diamantes, diese Spielchen der Granden sind nicht für mich und nicht für dich. Ich lasse das Dolgur machen oder Salix. Ich will einfach nur wieder zurück an Bord eines Schiffes. Posten eines Großadmirals sollte in fähigen Händen sein. Und es entehrt mich, wenn Vareno Wilman von seiner Villa aus meint, es besser können zu tun als andere. Als ich oder... Scheiße nochmal, selbst ein Palligan könnte es besser machen. Es ist eine Blamage für die Armada, dass so einer wie er überhaupt auf solch eine Position gekommen ist. Ah, sie, Senor. Also, und? Ich mache das nicht, um etwas für mich zu tun. Ne? Ich mache es einfach nur, damit Vareno die schwarze Armada nicht entehrt. Nach Frigaios haben wir schon viel zu viel angesteckt, ne? So ist es wohl. Also. Jetzt packt euch an den Eiern und bewegt euch. Wenn es etwas schaffen kann, dann ihr Helden, ne? Also, beeilt euch etwas. Fiebelt nicht in der Stadt umher. So wie du hier. Shakespeare. Die Blöde schmeckt scheiße, ne? Wir wissen beide, dass horasische Weine oder Torwalsches Bremer Feuer wesentlich besser ist, ne? Nun, danke, Aragorn. Wir hören uns. Auf jeden Fall noch. Tritt deinen Helden in den Arsch und sag ihnen, ihr sollt endlich anfangen, ne? Sonst fallen hier die Piraten von Lolona ein. Ja, wenn es nach mir ginge, hätten wir schon längst nichts mehr mit den Granden zu tun. Seitdem wir in der Stadt sind, haben wir mehr Kontakt mit denen, als ich in meinem ganzen Leben bei der Armada schon fast hatte. Aber... Gut, Koragon, ich stehe auf, lege ihm mal die Hand auf die Schulter. Wir hören uns. Wir hören uns. Ja. Somit taumel ich dann langsam nach ein paar Bieren auch aus der Taverne hinaus. Und ja, mache mich auf dem Weg quer durch die Stadt am Hafen vorbei Richtung Sklavenmarkt. Okay.
Hat Raphim noch etwas vor? Nachdem du geflutet wurdest von Bächen aus Blut, aus Gedärmen, der Regen, der sich aufgetan hat, und du wurdest wieder für diese Vision heimgesucht. Habe ich denn das Gefühl, nach meiner Meditation, dass Chor mein Verhalten, sagen wir mal, negativ sieht? Ja. Okay. Das ist enttäuschend. Dann gehe ich ein bisschen zur Basaltfaust und besauf mich da. Die sehen das nämlich positiv. Okay. Wir haben dich gewarnt. Ah.